So, hallo, hier ist wieder René von Immobilien leicht gemacht. Heute mit einem neuen Video und heute möchte ich mit euch mal über das Thema sprechen. Beim letzten Video hatte ich euch ja erzählt, was zwischen A- und D-Lagen der Unterschied ist. Und jetzt habe ich natürlich bei uns als allererstes oder für mich jetzt mal entschieden, eine D-Lage zu kaufen. Und das war mein erstes Mehrfamilienhaus. Und da wollte ich euch jetzt ganz kurz mal meine ersten Erfahrungen da wiedergeben, was mein erstes Anlageobjekt, das Mehrfamilienhaus in der D-Lage für mich bedeutet hat, wie so sich das Thema angefühlt hat, Vermieter zu werden. Und natürlich, wie es dann so ist, meistens klappen die ersten Dinge ja nie so richtig und dementsprechend gab es natürlich viele Herausforderungen und Probleme, die zu lösen waren. Und darüber möchte ich natürlich auch sprechen, genauso wie das Umfeld reagiert hat, die Familie etc. Aber andererseits natürlich auch, wie die Zahlen, Daten, Fakten aussahen von dem Objekt. Und dann werde ich natürlich zum Schluss nochmal ein Fazit machen. Ne? Gut, was waren so die ersten Erfahrungen mit einem Objekt im Osten, im Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten, 223 Quadratmeter, Kaufpreis waren 130.000 Euro. Und das hatte ich gekauft im Jahr 2006. Und was so die ersten Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, ist mal, dass es mit dem ostdeutschen Notar irgendwie etwas komplizierter vonstatten geht, wie mit dem Notar in Stuttgart. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch an mir, aber zumindest war der Kollege der Meinung, dass er mir sagen muss, was alles in den Notarvertrag reinkommt. Ein paar Themen waren da auch merkwürdig oder aus meiner Sicht auch falsch formuliert. Da hatte ich ihn dann darum gebeten, dass er ein paar Dinge ändert. War auf jeden Fall ein etwas längerer Prozess, bis das dann funktioniert hat, aber war zumindest dann irgendwann geklärt. Dann dazu kam natürlich, ich habe ja nicht vor Ort gewohnt, ich brauchte eine Hausverwaltung, musste eine Hausverwaltung suchen, hatte dann eine gefunden, habe dann das Objekt mit dann der Übergabe direkt an mich auch gleichzeitig an die Hausverwaltung übergeben. Und dann kam es natürlich so, dass dann im Nachhinein, nachdem ich das Objekt übernommen hatte, dann festgestellt habe, dass von den 4 Wohneinheiten 3 Wohneinheiten mit dem gleichen Familiennachnamen belegt waren, was mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen ist. Jedenfalls wohnten da Mama, Papa und Tochter in einer Wohnung, beziehungsweise Tochter in einer separaten Wohnung und der andere Sohnemann auch nochmal in einer separaten Wohnung. Jedenfalls waren 3 von den 4 Mietern auf jeden Fall mal eine Familie. Und wie es dann so kommen musste, war natürlich dann der ist von mir nur überhaupt der Meinung, mir erklären zu müssen, dass was in dem Haus abläuft, er bestimmt und nicht ich, auch wenn ich der neue Eigentümer bin. Und jedenfalls musste ich dann erstmal ein paar Dinge klarstellen. Es kam dann noch weiter, dass der Sohn in der Dachgeschosswohnung auch noch Wasserschaden produziert hatte und irgendwann die Tochter der Meinung war, keine Miete mehr bezahlen zu müssen. Aber das haben wir dann mit der Hausverwaltung geregelt, haben dann vom Prinzip her einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der dann das Thema ziemlich schnell gelöst hatte und mehr oder weniger von das Haus von der Familie befreit hatte. Und damit hat das dann ganz gut funktioniert. Ja, jedenfalls, was hat dann die Familie gesagt? Die Familie war natürlich dann immer ziemlich schnell dabei, habe ich dir auch gleich gesagt. Nur Probleme mit den Immobilien, also zumindest eine Hilfe war die Familie nicht wirklich. Aber zumindest wie es so ist, wenn was neu ist, dann ist das schon die Abwehrkräfte größer wie die Unterstützungskräfte. Aber wenn man dann auf die Zahlen, Fakten mal schaut, ich hatte das Objekt für 130.000 Euro gekauft, hatte dann in der Zeit ungefähr 3.000 Euro Anwalts- und Gerichtskosten reingesteckt, hatte dann noch mal kleinere Renovierungen durchgeführt, eine Heizung eingebaut für 10.000 Euro, eine neue. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, mit den Kaufnebenkosten hatte ich ungefähr 16.000 Euro Eigenkapital reingesteckt. Und unterm Strich, sage ich jetzt mal, standen dem gegenüber ungefähr zwischen 10.000 bis 13.000 Euro Mieteinnahmen, was zum Schluss im Endeffekt eigentlich das Fazit für mich ist. Die ganze Herausforderung konnte ich meistern, hat ein bisschen Nerven gekostet, ein bisschen Arbeit, aber war auf jeden Fall machbar und wir haben alles gelöst in der Form. Die Neuvermietung hat dann auch ganz gut funktioniert. Die Mieteinnahmen, wie gesagt, liegen jetzt so zwischen 11.000 und 12.000 Euro und seit über 15 Jahren ist die Rendite in der Schwankungsbreite zwischen 7,4 und 9,5%. Das sage ich jetzt mal so, was will man mehr eigentlich, wenn man das eingesetzte Eigenkapital von den 16.000 Euro nimmt, sieht natürlich die Eigenkapitalrendite noch wesentlich besser aus.
Also daher lasst euch vielleicht vor Problemen nicht entmutigen, wenn die passieren, speziell mit dem ersten Objekt oder den ersten ein, zwei Objekten. Ja, es wird immer Herausforderungen geben, immer Lernkurven geben, aber wie ihr seht, im Rückspiegel betrachtet, ist das alles eine sehr gute Sache gewesen. Eine super Rendite, super Objekte, alles läuft und die ersten Abzahlungen sind natürlich nach 15 Jahren auch passiert in der Form. Und daher alles gut und daraufhin habe ich natürlich auch weitergemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg, freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.